Deutschland diskutiert über das Konjunkturpaket. Es ist richtig, dass der Staat jetzt viel Geld in die Hand nimmt und in die Wirtschaft pumpt, denn nur wenn er das tut, wird auch wieder Geld im Land verdient. Wir sagen als Linke aber, das Konjunkturpaket muss auch an der richtigen Stelle ankommen. Wir alle erinnern uns, wie wir mit feuchten Augen Beifall geklatscht haben für die Pflegekräfte. Wo bleibt der Pflegebonus in diesem Konjunkturpaket? Es gibt nicht dauerhaft höhere Löhne für die Pflegekräfte. Genau das wäre jetzt aber erforderlich, damit sie den Respekt und auch die Bezahlung bekommen, die sie verdienen. Wir haben eine sehr teure Mehrwertsteuersenkung, 20 Milliarden Euro. Die Linke hat immer die Mehrwertsteuererhöhung 2007 bekämpft. Ihr erinnert euch, die SPD versprach damals 0% Erhöhung, die CDU 2%, heraus kamen 3%. Das Problem ist aber, es ist nicht klar, ob Senkungen der Mehrwertsteuer im selben Umfang in die Preise weitergegeben werden. Das wird eben oft von Konzernen wie Amazon und Co. eingesteckt und die brauchen unsere Hilfe sicher nicht. Die sind noch mächtiger in der Corona-Krise geworden. Erhöhung der Mehrwertsteuer, wenn sie dann in einem halben Jahr wieder angepasst werden soll, die gehen aber immer voll in die Preise rein und das kann eine dicke Bremsspur in der Corona-Krise geben. Und deswegen sagen wir, wenn man die Mehrwertsteuern schon senkt, dann dauerhaft, dann muss aber auch klar sein, wer für die Steuerausfälle aufkommt. Und deswegen sagen wir, gerade weil es die Schuldenbremse in Deutschland gibt und das Geld dann abgestottert werden soll in den nächsten Jahren, wir finden das falsch, dass man in die Krise kürzt, aber wenn es sie gibt, dann muss klar sein, wer den Abwasch macht. Und deswegen wollen wir, dass die Vermögenden, die Quants und Klattens, dass die endlich ihren Beitrag leisten, dass die sich fragen, was sie für dieses Land tun können und nicht immer das Land für sie und nicht die Pflegekräfte, die Kassierinnen und Kassierer und die anderen innensystemrelevanten Berufen wieder die Rechnung für die Krise zahlen müssen.